Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte schon viel früher anfangen, wir haben jetzt aber allerdings schon Dienstag und 4 Uhr und ihr seht hier oben vielleicht ein kleines bisschen. Ich habe mein Licht schon an, weil es einfach dunkel draußen ist. Ja, es ist nun mal Winterzeit und ich habe es einfach nicht vorher geschafft, mich zu melden. Ich habe übrigens noch nasse Haare, weil ich duschen war. Und ich wollte euch aber jetzt mal ein kleines Lese-Update geben. Und zwar fange ich an mit Der Wille zum Bösen von Dan Schoen. Ich bin immer noch nicht weiter als im letzten Weekly Reading. Ich bin immer noch auf Seite 308. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe ein Kapitel gelesen. Ich glaube, ich war im letzten Weekly Reading bei Seite 300. Ich bin auf jeden Fall bei Seite 308 und müsste heute, glaube ich, auf Seite 450 sein oder 500 sein. Bin ich nicht. Ich möchte das Buch aber gerne diese Woche noch fertig lesen. Deswegen werde ich jetzt gleich mal noch 2-3 Kapitel lesen. Das ist ja schon relativ schnell gemacht, weil die eigentlich sehr kurz sind und man da auch sehr gut durchfliegt. Deswegen, ist bisher immer noch ein 3-Sterne-Buch. Finde ich okay, aber kann mich immer noch nicht zu 100% überzeugen. Ist aber bisher der letzte, beste Füller, den ich gelesen habe. Ich habe aber auch, wie gesagt, erst 3 Stück gelesen oder sowas, an die ich mich jetzt so wirklich erinnern kann. Und ja, ist okay, aber mal gucken, vielleicht reißen mich die nächsten 300 Seiten ja noch irgendwie raus und es passiert noch irgendwas Spannendes. Und dann lese ich ja noch Nevernight, beziehungsweise höre ich Nevernight, da bin ich bei 22%, da habe ich auch jetzt gestern weiter gehört und höre ich regelmäßig weiter und ich werde nachher auch noch ein bisschen Sims spielen, da habe ich nicht irgendwie Lust drauf. Und da werde ich auch noch weiterhören. Dadurch, dass das Buch halt so dick ist und das Buch oder das Hörbuch irgendwie 22 Stunden Spielzeit hat, dauert das halt eben relativ lange. Ich habe so viele Haare. So. Dauert das relativ lange, bis ich das Buch eben fertig gehört habe, weil ich das immer so Schritt für Schritt höre. Ich bin jetzt, glaube ich, bei Kapitel 9 oder sowas. Also wirklich noch nicht weit. Gefällt mir aber gut. Und so langsam steige ich auch in die Geschichte ein. Jetzt hat es so langsam Klick gemacht und jetzt verstehe ich auch alles. Und dann lese ich auf meinem Handy noch und es ist klar, dass jetzt hier irgendwie Krankenwagen oder sowas vorbeifährt. Ja, der Krankenwagen fährt vorbei. Ich hoffe, ihr habt es jetzt nicht so extrem gehört. Und dann lese ich auf jeden Fall, was ich sagen wollte, noch Prinzessin Undercover auf dem Handy. Da habe ich heute Morgen weiter gelesen und bin jetzt bei 40%. Ich denke, wenn ich mich da anstrenge, werde ich das Buch auch noch diesen Monat beenden können auf jeden Fall. Weil man da auch sehr schnell durchkommt, muss ich sagen. Und das Buch auch nicht so dick ist, daher geht das sowieso schon mal schneller. Gefällt mir aber ganz gut. Ist eine wirklich süße Geschichte. Ich habe jetzt nicht großartig irgendwas dran auszusetzen bisher. Ist wahrscheinlich was für Jüngere, aber ich finde sie einfach süß. Und für zwischendurch auf jeden Fall ganz nett. Genau, das so der Lesestand. Und mehr habe ich auch gar nicht zu berichten, weil ich jetzt noch nicht großartig irgendwas gemacht habe heute, auch wenn wir schon fast 4 habe ich gesagt, ne? Wir haben jetzt 4. Hab noch nicht so viel gemacht, aber ich war eben beim Sport und beim Pferd und das nimmt einfach schon extrem viel Zeit ein. Und danach habe ich einfach was gegessen und jetzt 4:30. Morgen muss ich dann mal ein bisschen produktiver sein und ein bisschen was schaffen. Ich habe einige Dinge, die ich jetzt noch dieses Jahr schaffen möchte und mal gucken, ob das so funktioniert und dann melde ich mich wieder im Laufe der Woche. Hallo ihr Lieben, entschuldigt bitte das Video, Qualität hier. Wir haben jetzt schon 16.30 Uhr, dementsprechend wird es so langsam dunkel draußen und deswegen sieht das jetzt hier so voll katastrophenmäßig aus. Aber davon lassen wir uns jetzt einfach nicht irritieren und ich zeige euch einfach mein Lese-Update. Und zwar fangen wir an mit Der Wille zum Bösen. Ich bin immer noch dran beim Lesen. Ich wollte das Buch ja oder möchte es immer noch diese Woche beenden. Ich denke, wenn ich mich jetzt ranhalte, sollte das auch noch ganz gut funktionieren. Ich habe jetzt noch 140 Seiten. 140 Seiten ungefähr. 140 Seiten, irgendwie sowas. Ich bin jetzt auf Seite 460, also ihr könnt sehen, das Stück da drüben muss ich noch lesen. Sind wie gesagt 140 Seiten, irgendwie so noch. Es ist immer noch okay, immer noch 3-Sterne-Buch. Es reißt mich nicht vom Hocker. Es gibt immer wieder Passagen, die ganz interessant sind, wo ich dann auch Bock habe weiterzulesen. Aber so richtig mitreißen tut es mich einfach nicht, wie ich es von einem
Thriller eigentlich gerne hätte. Ich muss mir da, glaube ich, nochmal die von Chris Carter anschauen. Von denen schwärmen ja sehr viele, unter anderem Paddy Loves Books. Mir ist das einfach zu essen, es ist viel zu viel verwirrend. Das war kein richtiger Satz, aber es ist einfach mir zu chaotisch, zu viel hin und her. Dann bin ich gerade an so einer Seite. Das ist so aufgebaut. Also ihr könnt sehen, das sind so Spalten. Ich habe keine Ahnung, was der Sinn davon sein soll. Außer, dass es blöd zum Lesen ist. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was der Autor damit machen wollte. Ich weiß es einfach nicht. Es gefällt mir einfach nicht. Es ist okay, es kann mich einigermaßen unterhalten, aber ich finde es halt auch einfach überhaupt nicht spannend, was es für mich sein sollte. So schade es auch ist, ich finde das Cover unglaublich schön mit dem Vogel einfach und dieser schönen rosigoldenen Schrift auch hier hinten drauf. Richtig, richtig schön. Der Buchrücken, also Buchrücken, richtig, richtig hübsch, aber der Inhalt ist leider nicht so meins. Ich glaube, auf Lovely Books hat es eine Bewertung von 3 oder 3,5 Sternen. Ich bin aktuell bei 3 Sternen, weil es okay ist, aber mehr tatsächlich auch nicht. Und ich möchte mich jetzt nicht weiter darüber aufregen, deswegen machen wir weiter mit Nevernight. Da bin ich tatsächlich schon bei 37%. Ich habe gestern Abend Sims gespielt und plötzlich war ich irgendwie bei 37%. Ich weiß nicht genau, wie das passieren konnte, aber ich bin froh, denn so langsam bin ich wirklich in der Geschichte drin und es macht Spaß, es zu hören. Ich würde gerade sagen zu lesen, aber ich höre das Ganze ja. Ja, es macht Spaß zu hören. Ich bin in der Geschichte drin. Ich freue mich, weiter daran zu hören. Vielleicht schaffe ich heute noch ein kleines bisschen. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher, was ich heute Abend noch machen werde. Ich habe um 13.15 Uhr, bin ich ein bisschen spät dran jetzt. Um 18.15 Uhr noch einen Sportkurs bis 19.10 Uhr oder sowas, glaube ich. Und dann bin ich erst, weil ich zu Hause dusche gehe, weil bei so einem Kurs, wir haben nur irgendwie 2 oder 3 Duschen. Und wenn dann abends zu viele da sind, dann dauert es mir ehrlich gesagt zu lange, um zu duschen. Deswegen gehe ich dann meistens schnell zu Hause duschen. Außerdem fahre ich auch in ungefähr 10 Minuten. Das heißt, ich bin so um 20 nach, 25 nach wieder zu Hause. Und ich weiß nicht, was heute Abend im Fernsehen läuft, ob ich Fernsehen gucke oder nicht. Sonst habe ich donnerstags immer meine Serie geguckt, aber die war letzte Woche zu Ende. Ich glaube aber, dass ich heute nicht mehr Sims spiele. Entschuldigt, dass ich hier rumfummel, aber meine Haare, die ziehen hier irgendwo und das tut weh. Wo bin ich stehen geblieben? Ja, genau. Ich weiß noch nicht genau, was ich danach dem Sport mache. Ich werde auf jeden Fall duschen gehen und ich denke mal, dann haben wir auch so 7:45. Und ich habe heute noch ein Video gedreht, das muss ich auch noch schneiden für nächste Woche Donnerstag. Und ich habe auch in dem Video schon angekündigt, dass es im Dezember wieder einen Adventskalender geben wird. Ungefähr. Es gibt, wenn ich mich nicht täusche, 20 Türchen. Nee, stimmt nicht. Bisschen weniger. Nee, warte, wie viele Wochen sind 5? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall von Montag bis Freitag immer ein Türchen. Und das Wochenende ist eben frei. Das heißt, das Ganze fängt am 3. Dezember an und endet am 24. Dezember. Und Montag ist dann, wie gehabt, die Weekly Readings. Das sind 3 Stück. Glaube ich, 3 Stück. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Das muss jetzt alles noch vorbereiten, noch vordrehen. Geplant ist das soweit schon. Ich muss nur noch, wie gesagt, alle Videos drehen, schneiden, Thumbnail, Infobox und so weiter und so fort. Aber als erstes muss ich mal drehen, bevor ich den Rest machen kann. Das wird jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage passieren, neben dem ganzen anderen Zeug, was ich noch machen muss. Das wollte ich nur mal ganz kurz ankündigen, sonst habe ich, glaube ich, nichts zu erzählen. Bei Prinzessin Undercover bin ich immer noch bei 40%. Das werde ich dann nach Der Wille zum Bösen auf jeden Fall fertig lesen. Ich denke, da bin ich auch relativ schnell durch, weil ich da doch sehr schnell vorankomme. Und das war es dann für heute von mir. So, entschuldigt diese Frisur. Ich habe hier heute schon ein bisschen rumgewuselt. Um genau zu sein, habe ich den Adventskalender für meinen Freund fertig gemacht. Den kann ich euch auch gleich mal zeigen. Das hat einiges an Zeit gedauert, weil so 24 kleine Dinge einpacken dauert halt einfach ein bisschen länger. Dann ist er noch kurz vorbeigekommen, während ich ihn eingepackt habe. Das war natürlich auch sehr klug. Ja, er hat ihn aber jetzt nicht gesehen, nicht, dass er das jetzt denkt. Und ich bin soweit schon mal fertig. Mit dem jetzt endlich.
Und ich freue mich auf den Dezember. Ich habe ja im Dezember auch noch Geburtstag. Ich weiß gerade gar nicht so genau, was ich alles erzählen wollte, aber ich glaube, das war es erst mal gewesen. Ich werde jetzt gleich noch ein paar Blogbilder machen, solange die Sonne noch scheint und es schön hell draußen ist. Dann werden die nämlich noch ganz gut. Dann muss ich noch ein paar Schritte sammeln, denn ich bin heute angeblich noch nicht so viel gelaufen. 1200 Schritte. Ist jetzt nicht so arg viel und ich wollte eigentlich jeden Tag 1000 Schritte laufen. Das schaffe ich jetzt seit einigen Tagen nicht ganz so gut. Muss ich mich wieder ein bisschen dahinter klemmen, damit es funktioniert. Aber zum Leseupdate. Ich bin gut vorangekommen, würde ich sagen. Bin auf Seite 537, also noch etwa 70 Seiten. Ich kann nicht mehr reden. Ich habe nämlich heute auch schon ein Video gedreht für den Adventskalender. Das wird am 5. Dezember online kommen, wenn ich mich nicht täusche. Also noch ungefähr 70 Seiten habe ich hier zu lesen. Die werde ich auf jeden Fall auch noch heute fertig lesen, damit ich dann am Wochenende mit Prinzessin Undercover weitermachen kann. Da habe ich gestern auch ein Kapitel gelesen, bin jetzt bei 41%. Ist jetzt nicht so der Rede wert, aber da freue ich mich auch schon drauf, wenn ich Prinzessin Undercover weiterlesen werde. Und ich weiß auch schon, welches Buch ich danach lesen werde, wenn ich Prinzessin Undercover fertig gelesen habe. Das ist auch nochmal ein bisschen dickeres Buch. Ist aber auch der letzte Band einer Reihe, beziehungsweise ein mittlerer Band einer Reihe. Aber das ist das letzte Buch aus der Reihe, das mir fehlt. Und dann hätte ich nämlich für dieses Jahr wieder eine Reihe abgeschlossen. Ich möchte mich ja ein bisschen auf die Reihen konzentrieren. Dazu wird übrigens im Dezember auch noch ein Video online kommen. Ich glaube so Ende Dezember irgendwann. Und zwar stelle ich euch davor, welche Buchreihen ich 2019 beenden möchte und welche Buchreihen ich 2018 beendet habe. Genau, und ich freue mich über jede weitere Reihe, die ich beenden kann, weil ich unglaublich viele Reihen anfange, aber auch nicht 100 angefangene Reihen haben möchte. Wie viele ich aber tatsächlich angefangen habe, werdet ihr auch noch im Dezember erfahren. Das ist so in Informationsmonat einfach, aber das macht mir auch unglaublich viel Spaß. Ich dokumentiere ja viele Dinge, weil mir das einfach unglaublich viel Spaß macht. Sei es für alles Mögliche halt einfach. Und gerade wenn es um Bücher geht, kann man sich ja sehr, sehr viel dazu aufschreiben und notieren. Genau, das Buch ist immer noch ein 3-Sterne-Buch. Ich möchte auch gar nicht so viel dazu sagen, damit ich nicht zu viel vor dem Lesemonat wegnehme. Aber ich glaube, wenn ich sage, es ist ein 3-Sterne-Buch, spricht das schon sehr viel für sich. Und wieso das dann so ist, werdet ihr im Lesemonat erfahren, der übrigens am 4. Dezember online kommt. Das habe ich nämlich schon alles soweit durchgeplant. Also der ganze Dezember ist schon geplant eigentlich. Bei Nevernight bin ich nicht weiter, weil ich gestern kein Sims gespielt habe. Das werde ich aber heute auf jeden Fall noch machen. Ich denke, da werde ich dann auch wieder ein gutes Stück vorankommen. Gestern war ich nämlich beim Sport. Ich wollte mal einen Kurs ausprobieren. Ich habe bisher nämlich noch keinen einzigen Kurs gemacht. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren im Fitnessstudio und habe immer nur das Krafttraining gemacht. Und jetzt wollte ich mal einen Kurs ausprobieren. Und zwar habe ich mal mit Jumping angefangen. Ich habe früher geturnt, naja, so mehr oder weniger. Das war Kinderturnen. Und die Gruppe, die Kinderturngruppe war halt, ist quasi mitgewachsen und wir waren immer noch die gleiche Gruppe, nur war das einfach kein Kinderturnen mehr, sondern einfach nur noch Turnen. Es war einfach nur Sport, würde ich behaupten. Und da sind wir auch viel Trampolin gesprungen und sowas. Und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, auch wenn Jumping anderes Trampolinspringen ist. Ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es war super anstrengend. Diese 50 Minuten waren echt anstrengend, aber es hat ultra viel Spaß gemacht. Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall öfter machen und zwischendurch einfach mal zwischen meinen Kraftsport-Einheiten einbauen. Sonst habe ich, glaube ich, gar nicht so viel zu erzählen. Jetzt werde ich euch noch kurz einen Adventskalender zeigen, beziehungsweise nur mal ganz kurz rüberschwenken. Und ich habe auch schon einen Schokoladen-Adventskalender für dieses Jahr. Den habe ich nämlich jedes Jahr. Könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch immer Adventskalender habt oder nicht. So, ich habe den jetzt mal hier auf den Stuhl gestellt, damit ich ein bisschen mehr Licht habe, weil sonst stand der da unten und da war es ziemlich dunkel. Übrigens gebe ich noch meine Bissreihe ab. Wenn irgendjemand Interesse daran hat, kann er mir gerne schreiben. Habe ich noch abzugeben. Und hier unten sind ein paar meiner Bücher. Das werdet ihr übrigens auch dann in meiner Bücherregaltour im Dezember sehen. Aber zurück zum Adventskalender. Hier sind 24 kleine Geschenke drin oder auch mal etwas größere. Sehr unterschiedlich. Also hier zum Beispiel sehr, sehr unterschiedlich. Hier die Zahlen habe ich übrigens auch alle selbst gemacht.
sind eigentlich auch noch Last Minute Zahlen, würde ich sagen. Da kommt auch heute noch ein Blogpost auf meinem Blog online. Den kann ich euch gerne in meiner Infobox verlinken. Und dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen, falls ihr noch Adventskalenderzahlen habt. Ich habe hier auch so ein bisschen was Größeres. Und hier vorne sind noch so kleine halt eben drin. Ja, das ist der Adventskalender. Wir machen das auch jedes Jahr. Hinten sind auch noch zwei so dünnere. Sind sehr unterschiedliche Dinge drin. Hier ist zum Beispiel ein Bild drin. Ist aber auch irgendwie ein Kleiderbügel drin. Also so viele verschiedene Sachen einfach. Ladekabel ist da drin. Socken sind hier drin. Er beschwert sich immer, dass er keine Socken hat. Und ich schenke ihm jedes Jahr irgendwie immer ein paar Socken. Hier seht ihr nochmal die Zahlen. An den Runden kleben die nicht ganz so gut, aber es ist übrigens auch unterschiedliches Geschenkpapier. Ich habe mit diesem hier angefangen. Das war dann irgendwann leer. Dann habe ich eine weitere Rolle rausgezogen mit dem Geschenkpapier. Da war aber eine Bahn von dem Geschenkpapier hier hinten drumherum. Deswegen habe ich das da verwendet. Habe dann das Weihnachtsmann-Geschenkpapier verwendet und dann war das aber auch leer. Und dann habe ich dieses Geschenkpapier verwendet und ja, deswegen sieht das so bunt aus. Aber es ist ja nicht schlimm. Es kommt ja auf das die Liebe drauf an. Und jetzt habe ich lang genug geschnackt und wir sehen uns dann wieder. So, ich melde mich heute wahrscheinlich das letzte Mal für dieses Weekly Reading, weil nämlich ich heute Abend sehr wahrscheinlich nicht viel lesen werde. Wenn dann morgen früh, dann melde ich mich morgen nochmal, aber wenn nicht, dann wird das heute das Ende gewesen sein. Ich gebe euch als erstes ein kleines Lese-Update zu Der Wille zum Bösen. Das wollte ich gestern fertig lesen, habe ich gestern auch geschafft. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen bei den Seitenzahlen verguckt. Ich dachte, das wären so um die 610 Seiten, es waren 620 Seiten. Das waren jetzt auch nur 10 Seiten mehr, also nicht der Rede wert. Ich habe es gestern Abend tatsächlich noch gelesen. Es ist so ein 2,5-3-Sterne-Buch irgendwie. Es hat mich ganz gut unterhalten. Es war an einigen Stellen auch sehr spannend und auch interessant. Das Ende hat mich allerdings überhaupt nicht überrascht, weil ich sowas in der Art irgendwie schon erwartet habe. Und es war auch nicht besonders spannend, die komplette Geschichte über. Deswegen 2,5-3-Sterne-Buch. Ich weiß nicht, vielleicht sind Thriller und ich einfach keine gute Kombination. Vielleicht sollte ich es einfach mit denen lassen. Ich werde es nochmal mit Chris Carter versuchen, weil ja Paddy Loves Books und auch The Jolly Mimi X3 von dem sehr schwärmen. Da werde ich mir irgendwann mal ein Buch besorgen oder ausleihen oder wie auch immer und das mal lesen. Vielleicht ist das ja eher was für mich, weil das war jetzt, ehrlich gesagt, nicht so meins. Hörte sich unglaublich spannend an. Die Geschichte an sich war auch super interessant, aber sie war sehr verworren und sehr verzwickt und teilweise auch sehr irritierend. Mehr dazu dann aber im Lesemonat, der ja auch schon bald online kommen wird. Und dann habe ich heute Morgen noch ganz kurz in Prinzessin Undercover gelesen. Da bin ich aktuell bei 50%. Und jetzt bin ich am Überlegen. Ich habe gestern Abend nämlich noch Nevernight gehört. Und da bin ich jetzt bei 41%. Also da komme ich auch so langsam voran. Ich möchte das Buch ja gerne oder das Hörbuch ja gerne auch noch diesen Monat beenden. Mal gucken, ob mir das so gelingen wird. Dadurch, dass es ein relativ dickes Buch ist, dauert das, glaube ich, auch einfach seine Zeit, bis das gelesen oder gehört ist. Weil das Buch, glaube ich, 22 Hörstunden hat. Und ich habe noch nicht mal 11 Stunden gehört, weil sonst wäre ich schon bei 50% ungefähr. Beziehungsweise ich bin bestimmt schon weiter, weil nämlich bei dem E-Book, also in Nevernight gibt es ja unten diese die Fußnoten. Die sind allerdings im E-Book aber hinten drin und diese Fußnoten werden aber im E-Book mitgelesen. Das heißt, vom Ende, ich weiß nicht, wo das Buch nach der Geschichte aufhört und dann die Fußnoten rankommen. Deswegen weiß ich halt auch nicht, wie weit ich schon gelesen habe, weil wahrscheinlich habe ich schon irgendwie irgendwas zwischen 40% und 45% gelesen mit den Fußnoten eben hinten dran. Aber da die ja vorne nicht mit eingerechnet werden, bin ich bei 41%. Mal gucken, wie lange das dann noch dauern wird. Und das war es auch schon mit dem Lesen-Update. Jetzt werde ich mich auf jeden Fall auf Prinzessin Undercover konzentrieren, aber da denke ich, werde ich auch sehr schnell vorankommen. Und dann werde ich mich um ein weiteres Buch lesen, was auf meiner Leseliste stand für Oktober und November, und zwar Thoughtful von Essie Stephens. Ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Weil dann habe ich nämlich noch eine Reihe beendet und kann noch wieder ein Buch aus meinem Bücherregal aussortieren. Das kommt übrigens auch weg.
Das war übrigens ein Rätsel-Exemplar. Genau. Und dann habe ich noch ein kleines bisschen mehr Platz, weil da oben, in meiner Bücherregal, schon werdet ihr sehen, hier oben stapeln sich so zwei Bücher. Und ich habe hier oben noch so ein Kallax-Regal hängen und da stapeln sich die Bücher auch schon dahinter. Und unten habe ich noch ein Kallax-Regal und da stapeln sich die Bücher auch irgendwie schon so ganz blöd. Aber da kommen wir zu einem anderen Thema, denn ich habe bei dem Stellensand-Verlag bestellt. Und das Buch, was ich bestellt habe, ist jetzt am 16. November, glaube ich, erschienen und wurde mir zugeschickt. Ich habe da auch nur bestellt, weil nämlich Sarah Bow vor einiger Zeit 21%, ich glaube es waren 20%, Rabattgutschein hatte. Da der Verlag in der Schweiz sitzt, gibt es da halt eben keinen Buchbindungspreis. Buchbindungspreis heißt das so, ich glaube schon. Und da habe ich mir The Way to Find Hope von Caroline Emmerich bestellt. Wunderschönes Cover. Ich habe sogar mit, jetzt muss ich die Seite finden, ich will es nicht so weit aufmachen, könnt ihr sehen, mit Widmung, beziehungsweise mit Signatur bestellt, weil das ging nämlich und ja, das ist mein erstes signiertes Buch. Ich finde es sehr schön, jetzt muss es mir auch nur noch gefallen. Das ist übrigens ein zweiter Band, den ersten Band habe ich nicht gelesen, aber ich habe den Klappentext, beziehungsweise ich wusste das anfangs nicht, ich habe es dann erst danach gesehen. Aber man kann die Bücher, glaube ich, auch unabhängig voneinander lesen, weil nämlich in dem ersten Buch, The Way to Find Hope, da geht es um Mareike und Basti und hier geht es eben um, wie heißen sie, Alina und Lars. Genau. Sehr schön, ich freue mich auf das Buch. Ich werde es wahrscheinlich erst... Da ist ein Eichhörnchen. So, entschuldige bitte die kurze Unterbrechung, aber ich weiß nicht, ob ihr es noch mitbekommen habt. Ich musste mich beeilen. Hier läuft immer so ein Eichhörnchen bei uns durch den Garten und ich wollte das heute Morgen schon kurz nach 8 fotografieren, war aber zu langsam. Da war es aber auch noch relativ düster. Deswegen hätte man es sowieso nicht so gut gesehen und eben habe ich sie wieder vorbeihuschen sehen, weil ich direkt von einem Fenster sitze und rausgucken kann mit, ja, so ein bisschen halt. Ich sehe halt, wenn sich draußen etwas bewegt und da habe ich es gesehen. Und das habe ich eben gerade fotografiert. Ich blende euch hier ein Bild ein von diesem süßen Eichhörnchen. Ich habe mich heute Morgen um 8 unglaublich doll gefreut, dass ich das Eichhörnchen gesehen habe. Ich liebe Tiere und Eichhörnchen mag ich unglaublich gerne. Ich finde sie unglaublich süß. Und jetzt habe ich endlich ein Foto von ihm. Der taucht bestimmt im Laufe des Tages irgendwann wieder hier auf. Mal gucken, ob ich dann nochmal ein schönes Foto hinbekomme. Genau, das Buch habe ich euch ja gezeigt. Ich habe euch aber zum Inhalt, glaube ich, nichts gesagt. Ne? Es geht hier um Alina und Lars, die sich an der Disco kennenlernen und direkt fasziniert voneinander sind. Lars hält sie aber allerdings auf Abstand und hält seine Mauer aufrecht. Und Alinas beste Freundin ist mit seinem Mitbewohner zusammen. Deswegen trifft sie halt immer wieder aufeinander und laufen sich über den Weg. Und Alina lässt sich eben auch nicht so leicht abwimmeln. Sie möchte nämlich Lars einfach näher kennenlernen. Das hatte sich so in den Kopf gesetzt. Und ja, Lars hat aber eben ein Geheimnis aus seiner Vergangenheit und er ist sich sicher, dass dies die Beziehung zwischen denen zerstören könnte, bevor sie überhaupt angefangen hat. So ein typischer New Adult Roman. Ich habe unglaublich Bock auf dieses Buch. Das sind so schöne, leichte Geschichten und ja, ich bin sehr gespannt. Das ist übrigens mein erstes Buch aus dem Sternsand Verlag. Ich kann euch da auf jeden Fall... jetzt sagt ihr mir das eigentlich wieder, das war nur ein Vogel. Ich, ja, ihr solltet auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und zu dem Buch waren dann noch ein paar Dinge dabei. Unter anderem eine schöne Postkarte mit dem Cover. Passend dazu ein Lesezeichen. Über Lesezeichen freue ich mich ja immer sehr. Noch ein weiteres Lesezeichen zu Über alle Grenzen von Maya Shepherd. Ist auch ein Romance-Roman, würde ich sagen, wie es hier hinten drauf steht. Ich kann hier aber nicht sagen, worum es geht. Dann war hier noch eine süße Karte vom Sternsand Verlag dabei, mit so ein paar Büchern hinten drauf. Noch ein weiteres Lesezeichen zu dem Roman von Jasmin Romana Welsch, Küss mich. Das ist eine komplette Trilogie, auch Romantik. Und dann war hier noch, es kam so an und ich dachte mir so, hey, was ist das denn? Ist das die Rechnung oder so? Aber das fühlt sich so ganz anders an. Und dann habe ich das aufgemacht und gesehen, ich bekomme es, glaube ich, gar nicht richtig aufs Dings, dass es ein Poster ist zu dem Buch. Ich finde es sehr, sehr schön. Ich werde es mir sehr wahrscheinlich nicht aufhängen, aber ich finde es
unglaublich süß, dass der Sternsand Verlag sich da so viel Mühe gibt. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich habe letztens auch ein Video dazu von Wurzelleser, heißt sie, glaube ich. Ich kann mir die Kanalnamen nicht merken. Ich verlinke euch den Kanal hier oben im i. Dann könnt ihr gerne mal bei ihr vorbeischauen. Sie hat nämlich neulich auch ein Unpacking gemacht vom Sternsand Verlag. Und da hatte sie auch schon ganz viele Postkarten und Lesezeichen und Poster dabei. Sie hat sich aber noch ein bisschen mehr bestellt. Und auch mehr Fantasy, glaube ich. Ich glaube, dann habe ich auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Entweder ist das jetzt das Ende und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Und wenn das nicht das Ende sein sollte, kommt jetzt eben noch der Sonntag mit einem kleinen Update. Und dann sehen wir einfach weiter. Bis zum nächsten Mal.